Moin! Willkommen zurück bei Tokyo Highway Challenge 2. Wir hatten im letzten Part ja einen witzigen, richtig interessanten Part. Nämlich wir konnten Speed Angel mit einem sehr interessanten Fahrweise zurückschlagen. So, wir gehen natürlich wieder bei C1 Outdoor. Und dann versuchen wir weitere Gegner auszuschlagen. Ja, wir hatten im letzten Part ja auch den ersten richtigen Wanderergegner geschlagen, nämlich einen Kaffee, was weiß ich, jemand mit einem Kaffeetyp. Und der fuhr einen Vorgänger Erik 7 Mutter, den wir selten im Spielen sehen. Was sehr interessant ist. Und leider wurden wir auch von jemandem geschlagen, der einen Porsche fuhr. Leider. Ich muss mal kurz mal die Musik ein bisschen runterstellen. Perfekt. So, jetzt können wir besser. Lass mal gucken, wer diesmal der Gegner ist. Und wir haben beim Auto endlich mal was gemacht, nämlich bessere Bremsen und ein 6-Gang, bisschen kürzeres, aber schnell schaltgesetztes Getriebe, besser gesagt. Und dazu noch ein Mikrofon. Twister! Hey! Shooting Star! Aus dem letzten Teil von Tokyo Highway Challenge 1 hatten wir Twister auch schon mal gesehen. Und wieder unter Twister, Twister, Twister! Und gewachst. Tja. Wer das Welt kommt, der weiß genau, was richtig oder falsch ist. In diesem Fall ist der Kombifahrer sich jetzt ausgerichtet. Richtung wechseln und der hat schon wieder die Kontrolle vergessen. Okay, Shooting Star könnt ihr ruhig vergessen, der ist alles andere als stark. Er hat sich gedacht, ja, ich bleib mal in diese Richtung. Aber er kann sich ruhig mal was wegnehmen. Tja, und wir haben ihn geschlagen. C1 Auto, da gibt es noch einen grünen Gegner, den wir auch schlagen müssen. Ihr seht, durch das Getriebe können wir jetzt deutlich höhere Gänge haben. Also wir haben jetzt den 6. Gang jetzt und wir können jetzt endlich mal sozusagen eine bessere Beschleunigung haben, weil dadurch haben wir den beste. Dadurch haben wir auch einen 6. Gang. Normalerweise ist es recht interessant, aber nicht alles, was viele Gänge hat, ist direkt einfach alles gut, aber in diesem Auto schon, weil wir brauchten das. Das war lange nötig. So, der nächste Gegner. Wer könnte das wohl denn sein? Ah, Elegant 12, das Shooter. Mit seiner S13. Tune Free. Hallo, ich bin auch hinter dir, Silvia. Kann ich jetzt? Ich dachte schon. Oh ja, Spiel, richtig fair. Fahr jetzt bitte. Ist ja richtig fair, Spiel. Das ist nicht von mir die Schuld, das ist vom Spiel. Das hat mich hier richtig an einem Punkt gespawnt, wo mein Auto natürlich nicht die Kurve gekriegt hat. Ja, ist klar, jetzt würde ich mich von dem schlagen lassen. Ja, super. Toll. Danke, Spiel. Danke für diesen tollen Spawnpunkt. Ihr seht, das ist nicht von mir. Normalerweise ist das Spiel recht schlau, aber bei sowas habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, warum das jetzt ausgerechnet so einen blöden Fehler durchgezogen hat. Das war schon im letzten Part schon witzig genug, dass der Gegner auch mal keinen Bock hat. So, ich werde dich jetzt nochmal herausfordern. Nee, egal. Was? Ich habe dich nicht mal getestet. So, jetzt haben wir jetzt endlich mal Pea. Sie ins Auto natürlich fahren.
Pech für dich, ja, jetzt musst du nicht aushalten. Auto, ja. Oh, der Anführer von Illegal Wild lässt sich grüßen. Wie machen wir diesmal? Tut er mehr zwei als Anführer. Red Racer. Und jetzt schnell. Okay, muss mich jetzt konzentrieren. Okay, das wäre jetzt total unnötig. Okay, gut, aber er ist von der Beschleunigung schwimmen, von dem guten Verhalten ist er Niete. Ich werde dich aber trotzdem noch einmal herausfordern. Oder ich werde in der Garage gehen. Ich glaube, mein Auto ist wirklich auch nicht mehr lange auszuhalten. Mein Auto hält ja auch nicht mehr. Nee, ich gehe erstmal auf der Garage, weil offenbar hat das Auto wirklich sozusagen Leistungsverlust. Wir haben gerade mal nur 77 insgesamt im Spiel geschlagen. Rushhawk heißen wir eigentlich. So, C1 Auto, genau. So. Ja. Vieles kann ich jetzt nicht dazu sagen. Dieser dämliche Fehler von vorhin, tut mir ehrlich gesagt leid, da hat das Spiel auch gar keinen Bock gehabt. Und auch mal denkt sich das Spiel, ich warte mal bis die nächste Gegner kommen. Nee, ich hab da auch keinen Bock. Ich muss mir Geld für neue Motorenteile. Ich gehe nochmal zur Garage. Oh Mann. Ja, wissen wir. Wir haben heute keinen Sieg gemacht, weil unnötigerweise der Gegner sich gedacht hat, ja, ich lasse ihn mal hinten. So. So, wir gehen wieder mal in diese Richtung, aber ganz normal. Ja, heute ist wieder mal so ein Fail-Part, Alter. Ich kann es nicht fassen. Ich wollte es doch eigentlich normalerweise so gut laufen wie im letzten Part. Im letzten Part lief es richtig witzig. Perfekt, da ist ein Gegner. So. Diesmal. Der ist vertraulich. Das war Twister, erster Mal. Mit dem FC RX7. Sieht nett aus, hat er richtig gut getuned. Schon gut. Twister. Aber ich halte trotzdem mit.
Netz. So. Lass mal gucken. Lass mal gucken. Oh, das ist ein Gegner. Den Gegner habe ich sogar geschlagen, wenn ich das weiß. Oh, der nimmt ein Auto mit. Das fühlt ja nur perfekt. So, das Auto habe ich natürlich. Das brauchen wir auch nicht direkt richtig viel diskutieren, außer nur, dass er die Scheinwerfer geändert hat. Ach, wir treffen jetzt direkt gegen den Anführer. Interessant. Okay, Team Twister. Der Helion. Mit seinem RX-7D. Oh, das ist knapp. Ach komm, das ist nicht fair. Wenn mich jetzt, heute haben mich jetzt zwei Bosse in die Knie gezwungen. Ja, unser RX-7 ist zu schwach auf einmal jetzt. Das ist nicht so schön. Nein, das war meine Chance. Ach, gib mir bitte meine Chance wieder. Ja, unser RX-7 hat wirklich Leistungsverlust. Das merkt man auch. Das Auto ist nicht gerade mal das Stärkste im Feld. Nee, nee, wir haben keine Chance gegen die, Alter. Haben wir noch andere Gegner? Nee. Doch, das ist ein blauer. Perfekt. Der mit Image, Radar Racer. Das war sehr auch wie gegen Sieg fahren. Mit einem Honda Integra. Also. Van Haneda, ja gut. Das ist stark, das ist nicht so schön. Also ich merke auch schon langsam, dass unser Auto wirklich auch in die Knie geht mit den Leistungen. Aber wenn unser Auto ja nicht schlecht ist, das Problem ist nur, es bringt absolut gar nichts gegen die Großgegner. Okay, wir gehen zurück zur Garage, denn wir haben heute leider nicht so viele Gegner geschlagen. Rush Soldier. Also neuer Name ist Rush Soldier. Also, rascher Soldat. Ihr wisst schon. So, ich versuche mal jetzt weiter Mühe zu geben. Vielleicht treffe ich doch gegen die anderen Teamchefs. Wer weiß. Wer weiß. Nee, alle nur grüne. Das ist nicht so schön. Das heißt... Oh, Mann.
spawnen da irgendwelche Gegner. Okay, damit wir jetzt nicht ziellos herumirren, werde ich mir jetzt einen grünen Gegner mal kurz mal schnappen, ihn nochmal besiegen und zu gucken, was passiert, wenn ich den jetzt. Oh, ist egal, da ist ein Diener da, aber das ist glaube ich nicht der Boss hier, sondern das ist dieser Porsche-Fahrer. Ich glaube, der klappt es nicht so gut. Obwohl, da ist ein blauer. Ich fahre gegen dich nochmal, um zu gucken. Tut mir leid, Leute, also normalerweise tue ich das nicht, aber ich muss das jetzt kurz mal machen, damit. Um zu gucken, was sich ändert. Und doch mal denkt sich der Szene, ja, ich würde. Ich verliere gegen ihn. Gut, dann endlich kurz mal. Das war unnötig wie noch nie. Okay, zurück bleibt es aber noch grün. Wer ist dieser blaue Gegner jetzt? Sehr gespannt, wer dieser blaue Gegner ist. Oh, bieg doch jetzt endlich mal ein. Such die in Richtung aus, aber nicht gegen mich ganz zu fahren. Ja, der fährt doch bei dieser Richtung. Okay, der Gegner soll auch mal in diesen Bereich gehen. Dich brauche ich sowieso nicht, weil du bist sowieso ein anderes Team. Aber wer ist dieser andere Blauer? Mal sag ich mal, wer ist dieser andere Blauer? Unser Anfangsauto und wir haben noch kein leistungsfähiges Auto. Leistungsfähiges Auto. Wer bist du? Monsters, Queenie. Versuch dich mal rauszufordern. Mit deinem 180 SX. Ja, der will noch mal wieder. Okay, das soll da nicht. Geld bekommen. Wir haben den Gegner jetzt geschlagen, aber ich fühle mich nicht gut in dieser Sache. Wir gehen zurück zur Garage und ändern mal die Richtung, weil es bringt absolut gar nichts. Ja.
Wir haben gerade nur noch. Das ist ein enttäuschender Wert, den wir noch nie hatten im Spiel. Mal gucken, wie viel kostet ein neuer Motor. Ihr seht, der bringt viel, aber ich werde den nicht reinbauen, weil der ist nur gerade mal wenig. Nur gerade mal 10 PS. Wir gehen mal jetzt C1 Inner wieder, um zu gucken, ob sich jetzt die Schwierigkeit des Gegners jetzt geändert hat oder bin ich jetzt immer noch zu schwach für sie. Weil das Problem ist, unser Auto hält wirklich nicht mehr lange. Leistungsfähig sind wir immer noch fast im selben Niveau wie vorher. Wir haben fast gar nichts an Leistung gemacht. Lass den Diener mal. Lass mal gucken, wer das ist. Ach, der schon wieder. Gegen den bin ich sowieso keine Chance hatte. Nee, gegen dich hätte ich dich ein. Super, hat mich nicht gemerkt. So. Das ist gut. Oh, ein Tokyo Jungle, lange nicht mehr gesehen. Vor allem ein Auto, das wir schon zum ersten Mal in diesem Spiel sehen. Nämlich den Honda Accord P der früheren Generation. Smooth Smith. Das ist ein geschmeidiger Smith. Und hat die Wand mit drin. Perfekt. Aber für mich, nach der Physik. Neues Auto, perfekt. Das ist noch ein Diener. Okay, lass mal gucken, wer das ist. Also fortschrittlich sind wir heute leider nie sehr gut aufgestellt, weil unser Auto leider auch leistungs... ist. Und ich glaube, das wird nicht mehr lange dauern, bis wir jetzt endlich mal bessere Autos freischalten können. Den haben wir diesmal. Ah, ein Gegner, den wir nicht schlagen konnten. Nämlich Racer 5. Mit seinem CBS 15. Doch, wir können ihn immer noch nicht schlagen mit dem Schlagen. Alter, was hat er in der Serie denn getan? Ah, schade, das war mein Vorteil. Jetzt ist der Vorteil weg. Ja, dann ist. Also,
wirklich so aus, mein Auto ist wirklich fast am Eimer. Mit Technik. Richtig fair, komm. Richtig fair. Aber ich habe nur eine Chance. Geh mir bitte aus dem Weg. Geh mir bitte aus dem Weg. Ja toll, das war meine Chance. Das war meine Chance. Ich habe sie richtig verspielt. Noch einmal. Fahr doch jetzt. Noch einmal. Nein, das bringt nichts. Das ist mein Auto, das ist wirklich fast am Eimer. Ist nachher wieder gefahren. Das bringt nichts, also mein Auto wird jetzt von jedem niedergeschlagen. Toll. Das ist nicht so schön. Okay, dann gehen wir mal, wechseln wir die Richtung. Und gehen von Fukawa Line in der Richtung. Das bringt's nichts. Entschuldigung. Muss mal gucken. Muss mal gucken. Wir testen das kurz und dann gehe ich wieder zurück zur Garage. Gibt es neue Gegner oder nicht? Gibt es Gegner? Okay. Hier haben wir dann. Weil ich brauche das Geld für ein neues Motorenteil. Ich kann nicht ohne kommen. Ah, der mit Image, Written Freak. Das ist die Stelle, die es im ersten Teil nicht gab, in meiner Gedacht. Und da kann man deutlich höheren Topspeed auch bauen. Das gab es im ersten Teil auch nicht, da konnte man nicht so wirklich viel Topspeed bauen und hier könnte ich jetzt endlich mal. Respekt, wie viel Geschwindigkeit ich aufgebaut habe. Okay, ich glaube im nächsten Part werden wir diese Stelle versuchen, mal verschiedene Gegner zu vernichten. Rush Navigator ist jetzt unser neuer Name, wow. Und wir haben keinen so großen Fortschritt gemacht heute. Ursprünglich sollten wir gegen Bosse antreten und die Bosse haben uns ins Gesicht geschlagen. Das ist kein gutes Zeichen. So, wir speichern natürlich. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss!